Hallo, willkommen auf dem Kanal von mail4.de. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Outlook-Erweiterung Send Personally Massennachrichten verzögert und Sendebeschränkungen verschiedener E-Mail-Dienste mit dieser Erweiterung umgehen können. Nach der Installation von Send Personally starten Sie Outlook und öffnen Sie eine neue E-Mail. Jetzt suchen Sie sich Ihren Empfängerkreis heraus, aus dem Adressbuch zum Beispiel, und wenn Sie das getan haben, können Sie dann im Betreff der Nachricht jedem einzelnen Empfänger eine persönliche Einladung zum Beispiel zuschicken über die Makros. Hier haben wir den Vornamen genommen. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Text selbst. Nachdem Sie Ihren Text formuliert haben, zum Beispiel in unserem Fall jetzt eine Einladung für ein Grillfest, gehen Sie auf Send Personally. Hier wird Ihnen nochmal die Empfängerliste angezeigt. Nun haben Sie folgende Option. Sie können einmal die Nachricht selber später senden, zu einem späteren Zeitpunkt, oder die Anzahl, die pro Minute gesendet wird, verringern. Wenn Sie die Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt versenden, müssen Sie natürlich auch Outlook geöffnet haben, um das ausführen zu können. Nach dem Drücken auf den Send Personally-Button wird der Versand gestartet oder eben zu einem späteren Zeitpunkt, den Sie dann festgelegt haben. Wenn Sie den späteren Versand ausgewählt haben, können Sie sich das auch in Outlook anzeigen. Wechseln Sie dazu in den Postausgang. Hier sehen Sie die Nachrichten, die noch nicht versendet worden sind. Gehen Sie in der Feldauswahl ganz nach unten auf Zurückstellen bis, ziehen Sie sich dieses Feld in die Übersicht und nun können Sie sehen, wann die Nachricht versendet werden soll. Weiterhin können Sie auch die einzelnen Vornamen, wie in unserem Beispiel genannt, einsehen. So einfach geht der Massenversand mit einem persönlichen Anschreiben für jeden einzelnen Empfänger. Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns einfach einen Kommentar.